25 Jahren auf der Bühne und jetzt für Sie im Fernsehen. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Olaf Schubert! Hier recht herzlich zur vierten Ausgabe von Olaf TV dieses Jahr. Das heißt, wir sind schon wieder am Ende unserer Aufzeichnungsquartalseinheit angekommen. Das ist einerseits traurig, natürlich ist es andererseits gut, denn wie immer zum Schluss wird gefeiert. Ich kann es gar nicht erwarten, dass er endlich hier steppt, der Papst im Kettenhemd. Und wir haben diesmal auch alles richtig gut vorbereitet, denn wir haben Solveig, bring doch mal die Hüte, die Partyhüte. Unsere Assistentin Solveig kümmert sich um sowas. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, da hatten wir Probleme, da haben die Hüte gefehlt, da kam es zu Freudeverschleiß. Und dieses Mal haben wir alles vorher organisiert, haben wir nichts dem Zufall überlassen. Wir haben jede Menge, wir haben Hüte, wir haben Konfetti und wir haben Luftschlangen. So. Und vielleicht verteilst du schon mal die Hüte, dass jeder sich einen nimmt, weißt du? Mal gucken, ob er passt. Wir haben ja unterschiedliche Größen. Meiner sitzt. Ja. Sind alle zufrieden? Ja, ist okay? Gut, dann die Hüte schnell wieder einsammeln und vor allen Dingen Namen reinschreiben, schön beschriften, dass wir die dann nicht vertauschen. Ne? Müssen wir aufpassen, wegen Kopfläusen. So. Ja, aber gefeiert wird natürlich erst zum Schluss. Bis dahin haben wir ein volles Programm und obendrein ein anspruchsvolles Programm, denn heute beschäftigen wir uns mit nichts Geringerem als Kunst. Ja, da höre ich es schon. Da höre ich schon ein Raunen durchs Publikum gehen. Ja, wir wissen es alle, Kunst ist ein anspruchsvolles Thema und Kunst gibt es ja in unterschiedlichsten Formen. Kunst wird dargereicht als Literatur, als Musik, als Mode. Hier, Modekunst, ich meine, ist es natürlich keine Kunst, sondern das ist einfach nur Geschmack. Ne? Ja. Kunst gibt es aber auch in Form von Bildhauerei, in Form einer Performance. Kunst gibt es heutzutage auch hier in Form von Rasen. Ne, oder hier Kunsträder. Also, und da beginnt es auch anzufangen, kompliziert zu werden. Denn ja, durch die zunehmende Kommerzialisierung der Kunst wird von übereifrigen Amateuren und Laien, leider aber auch von elitären Elfenbeinturmbewohnern, vieles überhastet zur Kunst erklärt, um daraus ein Maximum an Profit zu erzielen. Und das ist natürlich ein Irrweg. Ganz klar. Ne? Ich sag's mal so, also Kunstrasen, da hört es bei mir auf. Das ist für mich keine Kunst. Ja, also man verstehe mich nicht Mist. Also natürlich ist es Kunst, klar. Ne? Heißt ja so, also ist Kunst, aber es ist natürlich keine Kunst. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Das wäre mir wirklich wichtig, denn ich muss sagen, ich selbst verstehe es nicht. Also ja, wir werden heute also nicht ins Dunkel des Kunstdschungels bringen. Warum schaue ich zu dir? Ach genau, ja. Viele berühmte Künstler sind homosexuell. Ja. Das war jetzt natürlich eine Metapher, die ein bisschen hinkt, denn Jochen ist natürlich kein Künstler, klar. Und ich meine das natürlich auch keinesfalls abwertend oder gar diskriminierend. Nein, im Gegenteil, denn ich möchte zum Ausdruck bringen, also wir wissen es ja, homosexuelle Menschen haben ja ganz andere emotionale Ressourcen als jetzt der klassische Standardmann. Ne? So eine normale, ich sag mal so eine Manfred-Einheit, ne, die, ne, der geht arbeiten und abends dann wird die Hopfenkretze reingekippt und dann ist Feierabend. Und Künstler also sind viel sensibler und deshalb sind es oft homosexuelle Menschen. Ne? Ja. Ja. Xaver Naidoo ist auch ein Homo.
Ja, was heißt, ja, das, gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber trittst du nicht sogar gelegentlich als Xaver Naidoo-Double auf? Ja, oder? Ja. Ne? Und wie ist das so? Wie läuft das? Na, läuft schlecht. Ja? Ja? Ah. Also, ja, es kommt kaum an. Also, du siehst ja auch anders aus, ich ne? Sehe, ja, also das ist, ist einer der Gründe, warum es, also, ja, nee. Und stimmlich? Stimmlich, na ja, da kommt er nie ran. Also trittst kaum auf, aber das ist wichtig, dass man trotzdem dranbleibt, ja, weißt du? Also im Prinzip mache ich es gar nicht mehr. Nee. Aber ich bleib dran. Ich wünsche dir da alles Gute. Ja, danke. Das ist ja oft ist sowas wichtig. Ein zweites Standbein. Ja. Bevor wir fortfahren, möchten wir natürlich unseren Internet-Connector auch mal einiges abverlangen. Klaus, unser Fachmann für soziale Netzwerke. Kam denn schon was Neues rein? Hast du schon wie du siehst, ich bin extrem online. Ja. Echtzeit. Ho. Jawohl. Hast hier du schon, kam wieder, was rein. Schon wieder Kommentare vom Hier aus Afrika, von Robert Mugabe. Ah. Mulbembe Mbambe. Ah. Moment. Hier noch neue Meldungen. Die kamen direkt über Emil. Oh. Das ist eben das Schöne, das geht ganz schnell. Zu Hause geschrieben, hier und dann direkt vom Bildschirm abgeschrieben. Also. Olivia F. aus Zwotsch twittert, Olaf, du bist einfach total spitze. Oh, klasse, haben wir da noch mehr? Hey. Hier. Hey. Emil ist ohne Ende. Oh, Wahnsinn. Thorsten K. aus Z. schreibt, deine Show hat leider an Niveau doch etliches eingebüßt. Der Server stürzt gerade ab, oder? Ich kann es gar nicht mehr. Ja, oh, bei mir auch. Der Server ist abgestürzt. Ich kann es nicht mehr lesen. Das ist ja aber schade. Das ist ja Datenverschleiß, schade. Ja, kannst du es hier an schredder.de schicken? Ja, das haben wir öfter mal, dass wir so Probleme haben mit dem Network. Aber bitte schreibt uns oder twittert uns oder mailt uns weiter eure Kommentare. Das ist wichtig. Von euren Hinweisen und Kritiken lebt unsere Show so wie die Kunst. Jetzt habe ich eine geile Brücke gebaut. So wie die Kunst ja von der Inspiration des Künstlers lebt. Und im nun folgenden Einspielfilm möchte ich euch zeigen, wovon sich die großen, die wirklich großen Künstler unserer heutigen Epoche inspirieren lassen. Seht selbst. Olaf Schubert. Der Mahner und Erinnerer ist auch Grenzgänger und Suchender. Um die weiten Ebenen seiner Seelenlandschaft erfolgreich erkunden zu können, sucht Schubert die Korrespondenz mit großen Meistern. Heute mit einem großen Maler der Renaissance, Raphael und seiner Sixtinischen Madonna. Ein wahrhaft magischer Augenblick. Wer betrachtet hier wen? Schubert spürt die Präsenz des Werkes. Er muss sich artikulieren. Nicht reflexartig, eher emotional fundiert. Effekthascherischer Gefühlskaraoke ist Schubert fremd, genau wie die hüftsteif didaktischen Paraphrasierungen des Feuilletons. Da! Schubert überrascht die Fachwelt mit Tanz. Die Emanationen des Gemäldes übertragen sich auf den Körper des Künstlers. Er wird rhythmisch, tonal fragmentarischer, Zeitgitter durchbrechend, quasi religiös und weltlich in einem Werk. Die Brücke ist geschlagen, der Kontakt hergestellt. Es ist wirklich beeindruckend. Die magische Kraft der Inspiration ist ja wirklich ein Phänomen. Ich meine, Künstler lassen sich vorwiegend inspirieren von alten Männern.
Ja, das ist kein Quatsch, das ist statistisch bewiesen. Das hat jetzt auch nichts mit Homosexualität zu tun, nein. Sondern der alte Mann ist ja so eine Art Inbegriff der Sehnsucht. Er hat schon viel erlebt, er hat Weisheit in sich. Er steht ja auch schon so ein bisschen im Angesicht des Jenseits. Also, ne, er hat melancholische Augen. Ja, und das hat viele Künstler zu großen Werken inspiriert. Beispielsweise hier in der Malerei. Der alte Mann, ne, hier sehen wir ihn, das ist ein Bild von Van Gogh. Oder Van Bruegel, also oder Van jemand anderem. Da ist im Prinzip alles drin. Und das zieht sich durch alle kulturhistorischen Regionen unserer Welt. Zum Beispiel hier in Afrika. Ne? Ein alter Mann in Knüpftechnik aus Sesam. Ne? Da sehen wir große Augen voller Basedorf. Dann der alte Mann in der Bildhauerei. Ne? Ja. Überall hat er Spuren hinterlassen, natürlich auch in der Literatur. Der alte Mann und das Meer. Das ist ja ein literarischer Welterfolg. Ich finde es jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also, aber das Spannende daran ist natürlich, dass der Plot, die Handlung, komplett auf dem Wasser spielt. Das war wirklich revolutionär, das gab es bis dahin gar nicht. Und das hat Hemingway auch wirklich zum Weltstar gemacht. Es blieb allerdings leider ein Strohfeuer. Also Hemingway konnte nach diesem Buch nie wieder an die Erfolge anknüpfen. Der zweite Teil, der noch ältere Mann und das noch größere Meer, wurde ein Ladenhüter. Und auch sein Alterswerk, Der junge Mann und die Talsperre und besonders das letzte Buch, wo er sich noch mal, hat er noch mal alles reingelegt, also hier Mirko am Scharmützelsee, das ja, wurde von der Presse gnadenlos verrissen und hat, glaube ich, Hemingway dann auch irgendwie auch gebrochen. Er hat sich danach, also er hat sich dann, hat er den Freitod gesucht, hat sich erschossen, sinnigerweise mit einer Wasserpistole. Ja, ja. Und wir haben jetzt einen Gast. Und ich denke, euch wird es jetzt von den Socken hauen, wer bei uns jetzt hier im Rentnerzimmer sitzt. Also wir hatten ja früher ein Jugendzimmer, aber wir haben jetzt quasi umgesattelt, also vom Ronny zum Rentner. Wir begrüßen ihn himself. Herzlich willkommen, der alte Mann. Nehmen Sie Platz. Ja. Das ist natürlich für mich auch mal spannend, direkt der Inspirationsquelle gegenüber zu sitzen. Und ich spüre das selbst. Ich habe ja auch so eine sehr offene Schnittstelle für Energie. Ich spüre auch, wie Sie mich inspirieren. Das freut mich. Ja? Ja. Ich spüre, wie es in mir wallt. Ich glaube, dass ich sogar nicht mehr an mich halten kann. Nein, bloß nicht. Nee. Er hat mich zur E-Gitarre inspiriert. Das ist einfach jetzt in mir gewachsen, ein Lied nur für Sie. Alter Mann, du bist so reich an Jahren, du bist so reich, so arm an Haaren. Du hast schon so viele gesehen, so viele gekommen und gehen sehen. Selbst bist du geblieben. Was hat's dir gebracht? Naja. Fragen wird doch wohl erlaubt sein. Wow, du bist nicht einer von vielen. Vita. Ein alter Mann ohne mehr, dafür mit jeder Menge Lebenserfahrung. Musik.
Inspiration ist schon lange zu Ende. Vielen Dank an Günther Hempel. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Eins steht ja unumstößlich fest. Unsere Zeit ist eine Zeit, in der Grenzen gesprengt werden. Und so natürlich auch in der Kunst. Ne? Dort gibt es nicht mehr jetzt die Malerei oder was weiß ich, die Architektur. Nein, alles verschmilzt. In der Bildhauerei, da verschmilzt Bild und Hauerei. Ne? Oder Zahlen und Farben, ne? Malen nach Zahlen. Und sowas Ähnliches erleben wir auch in der Malerei. Solveig, wir haben doch aus der Gemäldegalerie das eine Bild mitgenommen, mitgehen lassen. Was? Das eine, als der weggeguckt hat, was dort neben der Sixtinischen, das Kleine. Ach ja. Zeig mal. Hier sehen wir, wenn sich Solberg mal befleißigen würde, hätten wir es schon gesehen, aber so viel Zeit muss sein. Hier sehen wir ein Bild, frühes 17. Jahrhundert, eine klassische Landschaft der damaligen Zeit. Das war ungefähr der Standard. Das Licht spielte eine große Rolle, darin Schatten und viele Kontraste. Ne? Das war damals ein Hauptbetätigungsfeld vieler Künstler. Landschaft bei Tag, Landschaft bei Nacht wurde auch oft probiert, hat allerdings nicht so viel hergemacht. Wir haben mal einen direkten Vergleich vorbereitet, das Gemälde hing direkt daneben. Das wollten wir auch mitgehen lassen, aber das haben sie uns direkt aufgedrängt. Das ist also die Landschaft bei Nacht. Man sieht, nachts mangelt es der Landschaft wirklich an Präsenz. Also da, ne, da muss er noch dran arbeiten, die Landschaft. So, und diese gleiche Landschaft, ne, sehen wir jetzt 300 Jahre später auf diesem Bild. Ne? Und da sieht man, was sich da alles verändert hat. Ne? Der gleiche Künstler. Ja. Sein Blickwinkel hat sich extrem verändert und offensichtlich natürlich auch die Landschaft selbst. Und das heißt ja immer, jeder Mensch kann ein Künstler sein. Und das wollen wir jetzt mal überprüfen. Wir haben ein großes Wettmalen vorbereitet. Und zwar, du weißt es noch gar nicht, aber Solveig, du trittst selbst an gegen unseren Künstler. Begrüßen wir einen Künstler, der wirklich nicht irgendeiner ist, denn es ist, räumst du das mal weg, ja, bitte? Ja, mach ich das. Wir begrüßen unseren Künstler Martin Manich. Ja, das ist ja wirklich eine oft gestellte Frage. Mensch, das kann doch mein Kind auch. Der kann das und der kann das. Das kann jeder mal. Das wollen wir jetzt mal überprüfen. Wir haben also hier zwei Staffeleien aufgebaut. Beide Künstler haben die gleiche Vorgabe. Und nun heißt es zu zeigen, wie man diese doch, ja, ich sag mal, eindimensionale Grobschlacht veredeln kann. Ihr habt beide einen Kreativbeutel. Also macht was draus. Mal sehen, wie alles auf euch wirkt. Spürt erst mal rein in den Raum, in die Materie. Noch nicht. Also wir machen, geht nicht auf Zeit. Aber ihr müsst schon trotz. Und vor allen Dingen, so, nicht, dass du abmalst. So. Auf die Plätze. Lasst euch nicht unter Druck setzen. Auf die Plätze. Fertig. Den Stift musst du wieder reinlegen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und hopp, 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 hopp. So, ihr habt Zeit. Wir kommen währenddessen nun zu einem Einspieler. Viele meiner Vorfahren waren ja Künstler. Zum Beispiel mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großneffe, ein Schweizer, Wilhelm Tell. Er ist ja berühmt geworden durch die legendäre Apfelschuss-Szene, ne, der Treffer auf seinen Sohn, als er da den gelben Köstlichen gespaltet hat. Das haben wir filmisch aufbereitet. So, schalten wir mal ein, das Drama. Also hoffen wir, dass es gut ausgeht. Nun, mach dich bereit, den Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Und einen Rat noch hintendrein. Ziele gut, Tell!
Lass das genug sein, Herr. Unmenschlich ist, mit eines Vaters Angst so zu spielen. Was zauderst du? Verfehlst du ihn? Verlierst du deinen Kopf? Mir ist so schwindlig, mir ist so verschwommen vor den Dings, hier vor den Augen. Frisch auf, Vater. Schieß und zeig, dass du ein guter Schütze bist. Ans Werk! Ein toller Treffer! Was aber niemand wusste, es gab nicht nur einen Schuss, es gab auch nicht nur einen Sohn, es gab noch Olaf Tell, den Vergessenen. Das eine Auge ist noch völlig okay. Und das im Steiß, das verwächst sich. Vielen Dank. Bei Olaf TV haben wir selbstverständlich einen Bildungsauftrag. Und es ist uns ein wirklich großes Anliegen, vergessene Instrumente ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zurückzurufen. Heute geht es um das E-Trams, also um das Elektronenschlagzeug, speziell um seine Rolle in der frühbarocken Kammermusik des 18. Jahrhunderts. Das E-Trams wurde da öfter eingesetzt, als man denkt. Es war allerdings nie zu hören, weil es damals noch keinen Strom gab, klar. Ja. Und völlig zu Unrecht. Ist es deshalb in eine Art Schattendasein geraten und daraus möchten wir es heute herausholen. Wir begrüßen recht herzlich das Kropinski-Quartett. Ja, das zieht jetzt natürlich enorme logistische Konsequenzen nach sich und im Fernsehen kann man das alles verkürzen. Das ist das Schöne. Abra, Bebra, Kadabra. Fertig. Ja. Haben alle alles. Ich meine, haben alle einen Ständer. Wer noch keinen hat, geht hoch und holt sich einen runter. Da merkt man, der Humor kommt bei uns nicht zu kurz. So. Wir hören nun von Wolfgang Amadeus Mozart das Streichquartett für Streichquartett und E-Drums in D-Dur. Wir hören den dritten Satz, Andantino, Grazioso. Und so, wie sie hingezaubert wurden, werden sie auch zurückgezaubert. Fertig. Tja,
Das geht halt nur im Fernsehen. So, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Das Wettmalen ist beendet. So, dann kommt bitte mal vor. Was habt ihr denn erschaffen? Weg. Und jetzt! Vielen Dank. Den Applaus habt ihr euch wahrhaftig verdient. Und ich denke, da muss man wirklich kein Fachmann sagen, kein Fachmann sein. Also das Urteil fällt hier natürlich ganz eindeutig aus. Das ist ja ganz klar. Solveig, du weißt auch, ich habe noch nie viel von dir gehalten. Naja, das hat sich ja irgendwie angedeutet, dass zwischen uns, dass sich das irgendwie auseinandergelebt hat. Also, aber ich muss sagen, was du hier gemacht hast, das ist wirklich richtig gut. Also, echt, da bin ich angenehm überrascht. Also, du hast die Ohren richtig gut ausgemalt. Und den Schwanz, der lebt richtig, der steht so ein bisschen. Und wenn ich das vergleiche, wirklich mit diesem lieblosen Gekleckse. Also, ein roter Bauch, das ist doch Schrutz, mal ehrlich. Was ist denn das hier für ein Pokémon? Also, das ist doch, dann ist Alkohol im Spiel, dann ist hier gar nicht richtig aus. Am Schwanz hat's gekleckst. Der Mond scheint, obwohl Sonne ist. Also, das ist doch Schnulli, ehrlich. Also, da muss ich sagen, da gibt es einen ganz klaren Sieger, Solveig. Also, wirklich, ja. Das hast du gut gemacht. Ja, du hast verloren. So ist es manchmal im Leben. Tröste dich, du hast verloren, aber gegen einen sehr schwachen Gegner. Vielleicht hilft dir das ja. Trotzdem Dank an Martin Mallis. Einen Grund zu feiern. Solveig. Genau. Jetzt die Hütchen holen. Aber jetzt aufs Tempo drücken. Jetzt den guten Eindruck, den du hattest, nicht gleich wieder ausnutzen und Schlendrian einkehren lassen. Also, jetzt wird gefeiert. Und wir möchten uns zum Feiern einstimmen mit einem Lied. Ein Lied von uns, das euch zur Fröhlichkeit anregen soll. Es heißt Let's Have a Party. Lasst uns einen Feiervorgang ausüben. Let's dance. Woo! Wenn ihr feiern wollt, ist die Vorbereitung der Feierlichkeit das A und O. Ihr müsst die Wohnung schmücken mit Luftballonen und Luftschlangen. Auch Konfetti ist gut, das muss man gar nicht kaufen. Aufpusten, aufpusten, hey! Bei uns herrscht Lebensfreude, kommt vorbei und feiert mit. Sagt, let's have a party all night long. Let's have a party.